Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dreadout am Samstags-Horror-Game. Samstag? Klingt natürlich sehr toll. Ich habe jetzt schon mal das neue Spiel gestartet. Und ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser laufen wird mit Dreadout, weil wie gesagt, ich habe da schon ganz andere Geschichten von gespielt. Ich habe jetzt auch gesehen, dass man die Kapitel anscheinend spielen kann. Und theoretisch das erste Level, das wir die letzte Woche gespielt haben, könnte man auch weiterspielen. Allerdings haben wir das nicht geschafft und die Zeit fehlt uns am Samstag so auch dazu. Und deswegen mache ich jetzt einfach mit den ersten richtigen Kapitel weiter. Are you sure we're going the right way, ma'am? I think so. But how did the road suddenly get so bad? It's just like the road by our school. Hey, watch out! What? What is it now? Ja, wir sind Linda, dieses kleine hübsche Mädchen, das wir auch schon das letzte Mal waren. Aber diesmal geht es ein bisschen weiter als das letzte Mal, weil das hier habe ich schon mal gespielt, zumindest den Anfang davon. Und das ist eigentlich ganz cool. Kann man mit dir reden oder so? Oh, wir können aber wieder fotografieren, das ist natürlich auch schön. Dann wollen wir mal ein bisschen weitergehen. Wir können auch eigentlich mit denen reden, Miss Siska? Where are we? Wenn ich nur wüsste, wie. I really wasn't expecting there to be a bridge here. That complicates things a bit. Genau. Hey, Miss Siska! Are you listening? Stop ignoring me! Hang on a minute, Sal. Technically, we shouldn't be too far from home. But where is this exactly? So, what now? Yeah, what now? Actually, Miss Siska, what we should have done was taken a left turn initially, turned right at the intersection, and then went straight before turning around and making a left instead of a right. Know-it-all? Blabbermouth. Excuse me? Guys, hey. Please, just calm down, okay? Whoa! Jeez. This place is so awesome! Oh, man, cool! So, how do we get over there? Gotta be a way somewhere. Genau, am besten suchen wir jetzt gleich mal einen Weg, nachdem wir mit den netten Leuten hier gesprochen haben. Ja, Ruine, ganz genau. It's kind of like a horror movie, isn't it? Oh, you know, the first one to die is usually a perky girl, just like you, Sally. Better be careful. What? That is so not funny. If I die, I'm totally going to haunt you. Well, as long as the ghost looks like you, I won't be complaining. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir uns jetzt einen Weg suchen können. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen aber mit allen reden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Where exactly are we? Ich weiß auch nicht, wo genau wir sind, aber es ist schon ziemlich unheimlich. What are we supposed to do now? Dad? Come on, Dad, pick up. Ja, Daddy geht anscheinend nicht ans Telefon. Na, hast du einen Weg gefunden? Ich sag ja, es kann sein, dass wir mit allen sprechen müssen. Er muss sich erstmal im Popo kratzen. Ja, das ist natürlich auch sehr schön. Okay, ich mache ein Bild von dir. Bitteschön. So, was ist mit dir jetzt los? Hast du einen Weg gefunden? Ich glaube, er hat einen Weg gefunden.
Over here! Yo, what's up? Genau, hier ist ein Weg drüber oder drunter. Ich weiß es nicht so genau. Ist schon einige Monate her, seitdem ich das gespielt habe. Daher ist es für mich jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich es wirklich schon alles kenne und gespielt habe. Wir sind nicht so weit weg. Wartet. Ja, wir warten ja. Du musst so ein bisschen schneller sein. Okay, den Weg hätte ich jetzt alleine nicht gefunden. Oh, da ist auch schon eine Ruine. Da machen wir doch glatt mal ein Foto von. Finde ich schön, wenn man so ein bisschen Fotos machen kann und so. Er läuft ein bisschen eigenartig, finde ich. Da machen wir auch ein Foto von. Ach, immer schön Fotos machen. Und hier ist auch wieder das gleiche Prinzip. Wenn man einen Geist sieht, dann kann man den wieder verscheuchen, wenn man ihn fotografiert. Zumindest glaube ich, dass wir ihn damit verscheuchen. Oder einfangen oder wie auch immer. So genau kenne ich das gesichtige Prinzip nicht. Ich weiß nur, wie es halt ungefähr geht. Und es ist ein ganz cooles Spiel auf jeden Fall. Dann könnt ihr euch auch gerne bei Steam runterladen. Ist umsonst und kostenlos. Und ja, man sollte es mal gespielt haben. Wenn man Horrorspiele mag, dann mag man auf jeden Fall dieses Spiel. Ist zwar sehr kurz. Und ich weiß auch nicht, wie lange wir das hier spielen werden. Ich weiß nicht, ob ihr am nächsten Samstag vielleicht noch eine Folge davon sehen wollt. Dann würde ich das natürlich machen. Ziel aktualisiert. Wie erkenne ich denn mein Ziel? Moment, Dateien, Kamera, System. Das ist auch wieder das gleiche. Guck mal, da sind die ganzen Bilder, die ich gemacht habe. Die ersten gingen, glaube ich, dann immer wieder weg. Ich weiß es nicht genau. Dateien. Ah, Aufgaben. Diese Stadt wurde vor langer Zeit verlassen. Sogar die Brücke zur Hauptstadt ist eingestürzt. Sieht so aus, als würden sich alle gerne dort einmal umsehen. Escape zum Weiterspielen. Okay, dann schauen wir uns doch mal da um, würde ich sagen. Ich finde auch die Atmosphäre ziemlich cool. Weil die Atmosphäre der verlassenen Stadt, das ist einfach einmalig. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da selber rumlaufe und mich umschaue, dann kriege ich schon so ein bisschen eine Gänsehaut. Das ist schon eine unheimliche Vorstellung, in einer verlassenen Stadt sich da umzuschauen. Ja, genau. Orte wie diese gibt es wirklich. Und auch in Wirklichkeit gibt es solche Orte. Ich weiß jetzt zwar nicht, wo so auf Anhieb. Da hätte ich jetzt mir vorher Notizen machen sollen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das hat ja sicherlich jeder schon mal gehört, dass es diese verlassenen Orte gibt. Schon, ich glaube, irgendwo gibt es einen Ort, wo irgendwelche Naturkatastrophen stattgefunden haben oder sonst was. Oder hier, wo Atomwaffen getestet worden sind und so. Also es ist schon, genau, sowas wie eine Geisterstadt. Da hast du recht. Gut, dann schauen wir uns mal um. Ich weiß auch nicht, wie lange sie sprinten kann. Sie scheint ziemlich sportlich zu sein. Hier alles niedergebrannt, so wie es aussieht. Was mag hier nur passiert sein? Oh, jetzt stöhnt sie schon ein bisschen. Das war vielleicht doch ein bisschen viel sprinten. Hier kommen wir aber auch nirgendwo hin oder rein. Schade. Aber irgendwo konnte ich hingehen, das weiß ich noch. Sie kommt auch. Willst du mir irgendwas erzählen? Nee, sie will mir nichts erzählen. Sie guckt sich auch nur um. Okay. Dann gucken wir nochmal hier. Vielleicht war das hier. Irgendwo konnte man irgendwelche Zettel finden oder so, das weiß ich noch. Hier sieht es aber nicht so aus. Na, mal schauen, ob wir irgendwas entdecken. Oh, okay. Jetzt muss er sich erstmal holen. Sprinten ist hiermit also vorbei. Okay, wir hören die ersten Babygeschreie. Kommen wir hier lang? Nee. Obwohl, du würdest dich da durchquetschen können. Das ist auch ein bisschen unheimlich. Durchaus. War das nicht so, dass man mit der Kamera kann man nur die sehen, ne? Okay, zu sehen ist jetzt aber hier im Moment noch nichts. Ich glaube, das kommt erst später. Okay, wir können weitergehen. Komm, Ira. Bist du Ira? Ich weiß gar nicht mehr, wie du heißt. Eine heißt Ira. Oder Ira. Die können wir nennen, wie wir wollen. Sie hört auf beides. Ja, eine wunderschöne, stille Stadt hier. Und die Autos sehen auch relativ neu aus.
Stimmt, ich frag mich auch, warum diese Stadt aufgegeben worden ist. Schade, hier kann man wirklich nirgendwo hin. Aber wir können uns mal hier umsehen. Mal gucken, was hier so am Rand steht. Sieht aus wie so ein Verkauf oder so. Ein Generator oder was ist das? Kann ich auch nicht so genau entziffern. Man darf auf jeden Fall nicht parken hier. Deswegen hat da irgendjemand all seine Sachen abgestellt. Ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Ist auch noch ein Auto. Ah, was ist das denn? Schade, dass man nicht zoomen kann mit dem Handy. Das wäre noch toll gewesen. Ich erkenne da überhaupt nichts drauf. Mecca und Kill oder irgendwie sowas. Okay, wo geht ihr jetzt lang? Ich glaube, müssen wir nicht hier irgendwie so einmal rumgehen? Ein Fahrrad. Oh, ich dachte, wir können vielleicht Fahrrad fahren. Nee, gibt's tatsächlich leider noch nichts. Ein wunderschöner Spielplatz. Und eine seltsame Statue. Hier liegt doch was. Ein Soldatenorden gefunden. Dieser Orden wurde von einem verdienten Soldaten namens Diono verliehen. Okay. Da ist ein Kind. Ist das ein Kind? Oder habe ich schon Halluzinationen? Ah, ich habe Halluzinationen. Das ist nur sowas Eigenartiges. Okay. Kann man ja mal mit einem Kind verwechseln. Apropos Geisterkinder finde ich extrem unheimlich. Schon der Gedanke daran. Ist das hier die Schule? Ich glaube, hier müssen wir sogar hin. Na, dann gucken wir doch mal. Was steht denn? Hier stehen auch so viele Krimskrams rum. Hey, doesn't that seat look exactly like the one we used to hang out on in elementary school? Let's sit there for a bit. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see. Typical girl time. Hey, guys. We're about to check out the inside. Wanna come? Maybe later. Okay, you're lost. Hey, where are you guys running off to? You two, stay here, okay? Where are we going now? Careful. I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Oh, I was so freaked out. But you weren't even phased. And you threw a rock at him. No. It was more like the size of a boulder. Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. For free, though. Right, sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. Ja, wunderbar. Die verstehen sich gut, das ist ja schön. Oh. Hold on. They've been in there for a really long time. We should probably go check on them. Die hat sich gerade schon ein bisschen seltsam benommen. Oder täusche ich mich da? Oh Gott, jetzt ist es ja schon wieder so dunkel. Wo ist denn hier der Eingang? Ach so. Konnte man nicht Handy mit... Genau, man konnte die Taschenlampe anmachen. Na gut, gucken wir mal. Holy crap. That was like some kind of crazy museum tour or something. What the? It's already dark out? How long were we in there anyway? It really is getting late. Okay, kids, gather round. It's time to head back. Hey, where's Yayan?
Ah, crap. Where the heck did he run off to now? Warum können die nicht einfach alle zusammenbleiben? Jan! Hey! Jajan! 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 Try calling his phone. I'm trying to right now, Miss Siska. Jan! Jajan! Na super, jetzt sind wir auch noch besessen. Oder ein paar andere sind besessen. Die Länge des Limbus lässt... Mehr konnte ich nicht lesen. Verdammt. Irgendwas mit Spiel. Linda muss sich einen Moment ausruhen, wenn sie eine lange Strecke gerannt ist. Das haben wir jetzt schon mitbekommen. Und das heißt wahrscheinlich auch, dass wir ein bisschen mehr laufen müssen. Vielleicht wegrennen müssen. Ich weiß es nicht so genau. Die Länge des Limbus lässt sich über... Mann, viel zu schnell geht das. So kann ich das überhaupt nicht entziffern. So, Linda, jetzt bist du auch alleine, oder wie? Ja, die ist nun auch alleine. Hast ja toll gemacht, Linda. Das kommt davon, wenn man sich immer trennt. Wie in einem Horrorfilm eben. Da trennt man sich auch immer. Was sind das für komische Geräusche? Ziel aktualisiert. Ja, wie bin ich jetzt nochmal... dahin gekommen? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, genau, hier. Die anderen sind nirgends zu sehen. Die Vortür heißt es doch, ist fest verschlossen. Es muss noch einen anderen Weg hinausgeben. Diese Stadt wurde vor langer Zeit verlassen. Sogar die Brücke zur Hauptstraße ist eingestürzt. Sieht so aus, als würden sich alle gerne dort einmal... Achso, das kennen wir schon. Das andere kennen wir nur noch nicht. Okay, das mit den Umsehen hat sich denn jetzt erledigt? Hier fliegen schon die ganzen Fledermäuse rum. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir lang müssen. Kommen wir hier weiter? Ah, versperrt den Durchgang der anderen Seite. Okay, dann kommen wir hier schon mal nicht weiter. Zumindest im Moment nicht. Ich glaube, man konnte das später dann nochmal aufschließen oder so. Aber wie gesagt, im Moment weiß ich auch nicht so genau, wo wir hin müssen. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Und ich muss sowieso gleich einen Cut machen. Oh, hier kommen wir gar nicht lang. Obwohl, jetzt geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Ihr seht ja selbst, wie unheimlich es auf einmal geworden ist hier. Ich meine, wie blöd muss man sein und in so eine verlassene Schule gehen. Es ist zwar total interessant, denke ich. Aber von der Lehrerin auch ziemlich... verantwortungslos. Wollte ich sagen. Lynn! Linda! Na super. Was ist das? Okay, zu sehen ist zumindest noch nichts. Können wir die Tür zumachen? Okay, machen wir mal die Tür zu. Mal gucken, ob wir hier noch so einige Sachen finden. Ich glaube, wir müssen auch ein paar Schlüssel und sowas finden. Hallo? Okay, hier scheint noch niemand zu sein. Gott sei Dank. Also die Atmosphäre ist schon ziemlich krass auf jeden Fall. Nein, hier ist nichts weiter. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder raus.
Oh, ich will gar nicht wieder raus. Wo sind wir denn hier? Kann ich hier mal lesen? Okay, mit lesen ist nicht so wirklich viel. Nee. Da kann man nicht richtig lesen. Schade. Hallo? Ist da jemand? Ich hoffe nicht. Tür ist verschlossen. Oh. Was ist das für eine komische Sau? Oh Gott. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die abwehren können. Okay, wir können. Wir können. Alles klar. Geisterpedia! Haben wir auch verschlossen. Aktualisiert. Das wusste ich gar nicht, dass man den so abwehren kann. Okay, erstmal hier rein. Oh Gott, ich höre doch schon wieder was. Wir gucken mal eben Geisterpedia an. Die Stadt wohnt bla bla. Da ist ein ekelhaftes Schweinemonster. Ein Schweinemonster, na klar. Das einen Schlüsselband um seinen Hals trägt. Wenn er doch nur einmal stillhalten würde, dann könnte man sie losschneiden. Genau. Man muss da auch noch die Schlüssel irgendwo kriegen. Hier, Details. Die Manifestation eines Mannes, der es durch das Wirken schwarzer Magie zu Reichtum gebracht hat. Die Legende nach wandert er in Form eines Schweineebers durch die Stadt und reibt seinen Körper gegen Wände. Warum? Türen und Schränke. Achso. Auf magische Weise verschwindet daraufhin die Besitztümer der Bewohner und erscheinen in den Taschen des Barbie Nick Pitt oder wie auch immer, wenn er sich daheim in einen Menschen zurückverwandelt. Okay, interessant. Hier ist aber auch noch nichts. Das ist wunderbar. Hier ist auch alles leer. Leer ist immer gut. Und ich muss einen Cut machen. Ich mache gleich... Ich glaube, in dem nächsten Raum werde ich einen Cut machen. Okay, hier ist schon mal nichts zu sehen. Der Eber ist nicht da. Das ist sehr gut. Und hier ist auch wieder nichts zu sehen. Aber wie gesagt... Das Spiel geht erst richtig los. Ne, hier gibt es absolut nichts. Also völlig unwichtige Räume. Oh, Gott sei Dank. Hier ist auch noch nichts zu sehen. Oder gehe ich jetzt zurück? Ich glaube, ich gehe jetzt zurück. Ich habe mich ganz seltsam gedreht gerade. Das sollte natürlich nicht so sein. Laufen wir mal hoch. Ich glaube, oben ist keine Gefahr, den Eber zu begegnen. Dafür begegnen wir hier mit Sicherheit anderen komischen Geistern oder Lebewesen. Hier ist auch alles sehr seltsam aufgestellt. Irgendwo muss es hier Schlüssel geben oder sowas. Ja, in genauer Suchen und so bin ich immer sehr schlecht. Ich übersehe ja immer gerne mal was. Ich versuche einfach mal so genau wie möglich hier zu suchen. Dass man nicht da wieder zurücklaufen muss und so. Oh, das leckt hier ein bisschen. Und wo komme ich jetzt von da? Die Steuerung ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch noch nichts zu sehen. Okay. Noch kein Geist in Sicht. Auf einer Seite gut, auf der anderen Seite ein bisschen beunruhigend, wie ich finde. Dann kommt das immer sehr plötzlich. Ja, hier sieht es ja auch sehr toll aus. Komm, gib mir irgendeinen Zettel, Hinweis oder Schlüssel oder sowas. Mal, hier ist doch irgendwas, oder? Ja. Heute hat sich die Arbeit gestapelt und ich hätte beinahe die Sperrstunde verpasst. Klingt ziemlich albern, aber in dieser Stadt gibt es donnerstags eine nächtliche Ausgangssperre, die streng eingehalten wird. Als ich meinen Nachbarn davon erzählte, bombardierte er mich mit allerlei abergläubischem Blödsinn. Ich nehme es einfach als lokale Tradition. Dann kann ich damit leben. Traditionen haben die Leute hier jede Menge. Ja, ich glaube, die Stadt, die war damals schon ein bisschen seltsam. Wir haben leider nicht die Zettel gefunden vorhin. Ich
glaube, da stand auch noch ein bisschen was. Da ist nämlich irgendjemand auf Urlaub oder auf Expedition eigentlich hier. Und wundert sich über die ganzen Geflogenheiten, die es hier so gibt. Ist da was für mich? Nein. Keine weiteren Zettel oder sonst was. Und sonst ist hier auch nichts weiter zu sehen. Da hinten ist ein Buch. Kann ich das vielleicht aufheben? Nein, auch das nicht. Und das Spiel ist sehr dunkel. Das ist so das Erste, was mir jetzt hier gerade auffällt. Okay. Alles noch ruhig und im grünen Bereich. Dann gucke ich die andere Seite nochmal weiter. Obwohl, ich werde jetzt hier erst einmal einen Cut machen. Wenn ihr möchtet, werde ich natürlich nächste Woche das Spiel nochmal ein bisschen weiterspielen. Damit ich euch zeigen kann, was hier noch so passiert. Ah, der Durchgang ist jetzt offen. Achso, das war die andere Seite hier. Ah, alles klar. Hier sind trotzdem sehr viele seltsame Geräusche. Da muss ich doch von der anderen Seite weitermachen. Oh Mensch, ich möchte eigentlich gar nicht aufhören, aber ich muss. Ich muss, denn die Samstags-Horror-Folge ist jetzt vorbei. Oh. Oh. Hallo, Geist. Oh, ich schreie mich nicht so an. Okay, die hat mich jetzt mal nicht erschreckt. Das geht nämlich eigentlich noch viel schlimmer. Oh! So zum Beispiel. Was ist denn mit Wikipedia? Geisterpedia. Oh. Gut, die verfolgt uns jetzt ein bisschen. Verschwindest du jetzt oder was ist los hier? Ich weiß nicht, ich fotografiere einfach nur die ganze Zeit. Ich glaube, wir können hier auch sterben oder sowas ähnliches. Okay, wir laufen mal einen Moment weiter. Ich brauche eine gute Position, um meinen Cut zu machen. Was war das? Ein seltsames Gesicht. Ich muss irgendwo reingehen. Ah! Mann! Oh, genau das meine ich! Ah! Ah! Mann, oh, ich hätte das mit Facecam spielen sollen. Oh mein Gott, ich will erstmal weg hier. Oh, jetzt habe ich aber eine Gänsehaut. Extrem. Okay, ich glaube, hier unten sind wir einigermaßen sicher. Alter. Schrei mich nicht so an, du blöde Kuh immer. Boah. Was ist das hier? Werde wiedergeboren. Nimm an der großen Zusammenkunft teil. Nein. Danke. Ah, hallo. Geisterpedia aktualisiert. Okay, das gucken wir uns jetzt nochmal schnell an. Wer ist das? Keine Ahnung. Eine dunkle Anwesenheit, die durch die Welt streift und die Menschen mit dem Versprechen der Unsterblichkeit verführt. Er trägt die Gesichter derer, die bereit waren, ihr Leben für ihn zu opfern. Okay. Ich hoffe, der ist jetzt erstmal weg, glaube ich. Der ist auch nicht so böse wie die andere komische Tusse. Puh. So, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Ich weiß nicht, wo wir dann das nächste Mal starten. Ob ich das dann vielleicht ein bisschen nachspielen muss oder so. Werden wir sehen. Wenn ihr überhaupt noch wollt, dass ich das weiterspiele. Wie gesagt, das fängt das an. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt viel weitergeht. Viel habe ich noch nicht weitergespielt. Und das hat mich jetzt schon ganz schön erschrocken. Das hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass mich das doch immer noch so erschreckt. Guck mal, ich kann schon gar nicht mehr richtig reden. Ich bin jetzt ganz durcheinander. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Samstags-Horror-Video wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.